Ja, jetzt ist der Sound auch da. Ihr erkennt es vielleicht an meinem Pulli. Es ist tatsächlich immer noch der erste Tag im Zeitalter von Limbo. Wir befinden uns also immer noch im Jahr Null sozusagen. Und ja, ich habe tatsächlich noch einen kleinen Zeitslot gefunden und muss jetzt hier noch weiterkommen. Viel Spaß wünsche ich euch also und sage herzlich willkommen in der Limbo-Welt. So, bin ich eigentlich. Es ist schon dunkel, ne? Muss man schon sagen. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. Mit diesem ominösen Wagen. So, erstmal wieder gucken. Alt war ja die Taste. Wo man zieht. Und jetzt wollte ich einfach mal ausprobieren, ob ich nicht doch durch diese Zahnräder da komme. Das habe ich zumindest ja noch gar nicht ausprobiert und wenigstens mal. Ja, okay. Nee, da hat mich mein Eindruck dann doch durchaus. Ja, der Wahrheit überzeugt. Das heißt, ich fand eigentlich jetzt hier meine Strategie, möglichst hier rüber zu gehen, möglichst hier rüber zu gehen. Ah, und das zu nehmen schon ganz gut. Und jetzt weiß ich auch, wofür dieser Wagen wichtig ist, weil ohne den Wagen komme ich gar nicht an das Seil dran. Da habe ich gar keine Chance. Also es war eigentlich vorhin schon ziemlich gut. Also gestern. So, dann wollen wir noch mal. Kletter, rauf, rauf, immer schön die Treppe rauf. So, und dann wollen wir mal gucken. Das Blöde ist, wenn der einmal fällt. Nein, ich bin in die falsche Richtung. Ja, wenn es so drauf ankommt, merkt man dann doch, dass die Steuerung noch nicht ganz so hundertprozentig intuitiv ist. Okay, da sind wir. So, jetzt aber schnell. Und los geht's. Okay, so, denn. Jetzt habe ich da ein so ein Ding aufgezogen und muss allerdings. So, jetzt weiß ich auch, wofür der Wagen gut war. Was mich ja kirre macht, ist, wenn irgendwelche Bestandteile in diesem Level zu gar nichts zu gebrauchen sind, die dann einfach nur so rumstehen und rumliegen. Man kann daran ziehen, aber letztendlich taugen sie zu gar nichts. Das würde mich wirklich völlig überfordern. So, das muss leider auch auf. So, und. Nee, das war nicht weit genug. War so in der Art. Okay, cool. Ich bin nicht gestorben. Deswegen kann der Wagen da direkt stehen bleiben. So, wir haben es gleich. Ich muss einfach noch ein bisschen länger warten. Also die Strategie, die war im letzten Video schon ganz richtig. Nein! Schon wieder ich bin mit dem Pfeil wieder nach unten gegangen. Total blöd, weil ich so denke, ich muss das Seil runterziehen. Dann gehe ich mit meinen Pfeiltasten nach unten. Total bescheuert. Aber auch eine Millimeterarbeit da mit dem Kleinen. So, jetzt schwingen wir hier rüber und müssen einfach ein bisschen länger da hängen bleiben. Allerdings, so, bis da würde ich sagen. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Wandern wir noch ein bisschen durch die Prärie. Hier noch an irgendwelche giftigen kleinen Zwerge vorbei. So, und jetzt diese komischen leuchtenden Dinger. Ja, die nerven. Ah, nein. Ich kann nur noch in eine Richtung laufen. Ach du Scheiße. Ich bin total auf Droge.
Ich kann das nur noch bedingt steuern. Ah, schade. What was that? Ich frag mich, ob ich den jetzt hätte. Nee, dem kann ich nicht ausweichen. Das ist also tatsächlich. Also der Springen geht eigentlich nach wie vor. Das ist jetzt irgendein Wurm oder was? Oh nein. Boah. Ich kann echt nichts machen. Ich kann nur springen. Nein! Nein! Interessant. Nee, ich muss sagen, interessant. Ich will dem ja immer noch ausweichen hier, aber ich. Ah, jetzt geh doch nicht schon wieder in die linke Richtung. Okay. Also, ich springe einmal hier über den Abgrund drüber. Das ist nicht so das Problem. Ah, schade. Kann ich dich irgendwie aufhalten? Was macht der da für Sachen? Ich glaube, wenn man hüpft, dann ist er ein bisschen schneller. So. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so da. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe mal wieder eine Idee. Ich muss hier ganz dringend drüber springen. So. Ah, verstehe. Das wird wahrscheinlich jetzt. Ja, ich kann zwar stehen bleiben. Aber ich komme nicht zurück. Okay. Ja, komm, dann spring schnell ins Wasser. Ich hab's kapiert. Ich weiß jetzt, wie es geht. Mein Freund ist das Sonnenlicht in dem Fall. Passt auf, wie ich das jetzt mache. Ich werde schon mal meinen linken Fuß auf der Daumen-Hoch-Taste platzieren. Denn gleich geht's los. So, das kennen wir schon. Falsche Richtung. So, da ist nämlich Sonnenlicht. Deswegen wechselt er die Richtung. So ist das. So, okay. Die Logik habe ich jetzt schon mal gerafft. Dann wollen wir mal. Hopp. So, das heißt, das müssen wir sehr schnell ins Sonnenlicht. Komm! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Ah. Da muss ich eine kleine Lücke lassen. Und nochmal gestorben. So, jetzt aber. Jetzt. Oh Gott. Hat der da so ein Würmchen im Gehirn, der arme Kleine. So. Wop. So, und jetzt komm schon. Du schaffst das. Yes. Das muss gehen. Dauert aber schon eine ganze Weile jetzt. Ich fand die Idee super. Du kriegst das hin. Nee, das bringt nichts. Ich muss ihn wieder schieben lassen. Ich werde aber einen Teufel tun und da jetzt wieder drüber klettern. Na gut, schieben wir.
Also wirklich vorwärts komme ich ja nun nicht, ne? Ziehen bringt nichts. Kommt der da überhaupt vorwärts? Ich fürchte, ich muss nochmal sterben. Und mir nochmal was Neues überlegen. Tut mir leid, aber... Das Sonnenlicht scheint ihm doch nicht so viel auszumachen. Okay, versuchen wir mal, die Box hier reinzuschieben. Was anderes fällt mir jetzt nicht mehr ein. Naja, schade. Ich fand die Idee absolut genial. Ich dachte wirklich, das Sonnenlicht brennt das dann so weg. Das sieht doch so aus, als würde er da, wird das da verbrennen. Nein, das war schlecht. Ach, solche Flüchtigkeitsfehler passieren dann. Einen Sprung zu viel gemacht. So, jetzt machen wir schnell. So, Achtung, jetzt ein bisschen aufpassen. Das will ich auf jeden Fall noch schaffen. Einmal drüber springen. Einmal Richtung wechseln. Whoop. Und hier würde ich dich bitten, einfach diese Box hier reinzuschieben. Anders geht's ja nicht. Okay. Ich muss mir noch was überlegen. Verrückt. Das ist alles ganz verrückt. Also die Richtung, die ist unaufhaltsam. Ich kann zwar langsam gehen, aber ich kann auf keinen Fall die Richtung wechseln, solange ich diesen Pin im Kopf habe. So, und jetzt ist so die Frage. Bleib mal kurz stehen, bitte. Schafft er gar nicht. So, ich finde auf jeden Fall die Idee ganz gut, die Richtung zu wechseln und diese Kiste jetzt vor sich zu haben. Machen... Ah, warte mal. Die machen vielleicht was. Ah. Tada!